Hallo alle zusammen! Wir alle kennen Märchen seit unserer Kindheit. Sie beginnen mit Es war einmal und enden mit Lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Das war aber nicht immer so. Zwar sind alle Märchen etwas grausam, aber die ursprünglichen Geschichten waren noch sehr viel grausamer, als es uns die Disney-Zeichentrickfilme heute glauben machen wollen. Die Geschichten haben sich seit ihrer Entstehung stark gewandelt. Ursprünglich waren sie für Erwachsene gedacht. Erst mit der Zeit wurden die furchtbaren Details so verändert, dass man die Märchen auch Kindern vorlesen konnte. Heute die wahren Geschichten hinter bekannten Disney-Filmen. Rotkäppchen. Auch in der Originalversion des Märchens vom Rotkäppchen aus dem Jahr 1697 beginnt die Geschichte wie uns noch heute bekannt. Rotkäppchen besucht Großmutter. Die gibt ihr Fleisch zu essen und Wein zu trinken und bittet sie dann, sich auszuziehen und sich zu ihr ins Bett zu legen. Erst da erkennt sie, dass sich hinter der Großmutter der böse Wolf verbirgt. Von ihm erfährt sie, dass er gerade einen Teil ihrer Großmutter verspeist hatte und der Wein gar kein Wein war, sondern das Blut der Großmutter. Der Wolf hatte diese zuvor getötet. Am Schluss wird das Rotkäppchen vom bösen Wolf selbst verschlungen. Peter Pan. Die Geschichte, in der Peter Pan erstmals auftaucht, war The Little White Bird. Das war kein Märchen für Kinder, sondern eine grausame Erzählung für Erwachsene. In Nimmerland werden Kinder nicht erwachsen. Laut Disney-Zeichentrickfilm pure Magie. In der ursprünglichen Geschichte ist Peter Pan ein böser Kerl und tötet andere Jungen nach Lust und Laune, sobald sie beginnen, erwachsen zu werden. Mit anderen Worten, Peter Pan ist kein Held, sondern ein Serienkiller. Und das Sterben geht weiter. Wendy wird von einem Pfeil getroffen, Hook vom Krokodil aufgefressen und Peter selbst ertrinkt. Aschenputtel. Die Geschichte von Aschenputtel lässt sich inhaltlich bis ins Jahr 1634 zurückverfolgen. Die böse Stiefmutter kommt damals schon vor, aber was Aschenputtel mit ihr macht, ist haarsträubend. Sie bricht ihr das Genick, indem sie den Deckel der Wäschetruhe zuschlägt. Es war eindeutig Mord. Zwar angestiftet von der Gouvernante, aber trotzdem. Die Gouvernante heiratet den Vater und verbannt das Mädchen in die Küche, wo sie fortan als Aschenputtel ihr Dasein fristet. Der Rest der Geschichte geht in etwa so weiter, wie wir sie kennen. Wenn man mal davon absieht, dass es keine schönen Pumps waren, die sie zum Ball trug, sondern schnöde Pantoffel und dass Tauben den bösen Stiefschwestern von Aschenputtel die Augen auspicken. Pinocchio. Im Disney-Zeichentrickfilm ist Pinocchio eine Holzmarionette des Schreiners Geppetto, die sich dieser geschnitzt hat und die lebendig geworden ist. Dann gibt es noch die Grille Jiminy, die auf Pinocchio aufpassen soll, damit er keinen Blödsinn macht. In der ursprünglichen Geschichte ist Pinocchio ziemlich rabiat. So schlägt er mit dem Hammer auf die arme Grille Jiminy ein. Während er in der Disney-Version schließlich zur Besinnung kommt und am Ende sogar in einen echten Menschen verwandelt wird, findet er sich in der Ursprungsversion im Gefängnis wieder, weil er sich so übel benimmt. Dornröschen. In der Originalversion dieses Märchens aus dem Jahr 1634 wird das schlafende Dornröschen mit dem Namen Thalia von einem König vergewaltigt, nachdem ihr Vater sie bereits verlassen hat. Sie bemerkt davon allerdings nichts und schläft weiter. Schlafend bringt sie die Zwillinge Sonne und Mond zur Welt. Als sie aufwacht und das nicht wie in Märchen üblich durch einen romantischen Kuss, sondern weil eines ihrer Kinder an ihrem Finger herumsaugt und sich so der Dorn löst, stellt sie fest, dass der König zwischenzeitlich geheiratet hat. Seine Frau, die Königin, ist derart eifersüchtig auf Thalia, dass sie beschließt, sich an ihr zu rächen und die Zwillinge zum Abendessen zu verspeisen. Der Koch lässt das aber nicht zu und bereitet statt den Kindern eine Ziege zu. Dann versucht die Frau erneut, sich an Dornröschen zu rächen, indem sie versucht, sie ins Feuer zu werfen. Der König aber verhindert das und statt dem Dornröschen stirbt die Königin. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.